Sehr geehrte Frau Stadtverordnete, Frau Schellenberg, sehr geehrte Damen und Herren. Wenn Sie zuhören, dann klingt es ja so, als ist doch eigentlich alles gut. Was beschäftigen wir uns damit? Es läuft doch alles. Und es ist schön, wenn Sie die Intention teilen, aber verstehen Sie diese Anträge mehr als eine Intervention? Denn es geht darum, ein bisschen mehr ins Tempo zu kommen. Wir haben Halbzeit, seit wir beschlossen haben, bis 2030 klimaneutral zu werden. Und ja, der Hauptpunkt in diesen Anträgen ist, dass wir hin zur Netto-Null-Flächenversiegelung kommen. Warum? Weil wir seit dem Bodenschutzbericht wissen, dass wir die letzten Jahre überdurchschnittlich viel versiegelt haben. Klar könnten wir auch sagen, wir wollen mehr entsiegeln als versiegeln, aber wir sind auch ein bisschen da klar realistisch, dass wir das nicht sofort hinkriegen. Aber Netto-Null ist ein Ziel, das notwendig ist. Denn Sie sagen, das hätte ja Konsequenzen auf Bebauungspläne und Ähnliches. Richtig. Beschlüsse mit Hand und Fuß haben Konsequenzen. Ihre Beschlüsse, die als Anträge vorliegen, haben es erstmal nicht. Das ist mit Sicherheit dann einfacher, das so zu machen. Sie hätten auch das Angebot annehmen können und einfach sagen können, was ist denn Ihr Ziel? Bis wann wollen Sie die Netto-Null denn erreichen? Was ist Ihr Auftrag an die Verwaltung? Sie hätten sagen können, okay, wir schaffen es nicht ab sofort, aber in 2 Jahren, bis dahin wollen wir denn planen. Aber das überlassen Sie einfach nicht. Und dieses Nichtstun oder beim reinen Prüfen zu bleiben, das hat Konsequenzen. Das hat Konsequenzen auf die Ackerflächen, die nämlich verschwinden werden und auch damit auf die Ernährungslage in der Zukunft. Das hat Konsequenzen für die nächsten Starkregenereignisse, wenn das Wasser nicht versickert. Das hat auch Konsequenzen für die Biodiversität. Also einfach sowas nicht zu beschließen, das hat Konsequenzen. Und das ist nicht bedacht, sondern das ist ziemlich kurzfristig. Und es werden die nächsten Generationen werden es uns danken, wenn wir ganz bedacht vorgegangen sind, um nicht im heutigen Schluss zu befassen. Zu Ihren Anfragen. Sie sagen Bodenschutz. Wir wissen doch, was gemacht wird. Wir hatten das jetzt seit 4 Jahren im Ausschuss. Wir hatten den Bodenschutzbericht. Sie haben selber den Prüfauftrag für das Bodenschutzkonzept beauftragt. Ich muss das im Moment nicht hören, sondern ich möchte im Moment wissen, welche Schritte werden denn jetzt gemacht. Die Anträge aus dem Klimaschutzrat sind ja eine Nachsteuerung, nachdem das Bodenschutzkonzept beschlossen wurde, dass es beauftragt wird. Das haben Sie im Februar beschlossen. Da haben Sie übrigens auch mit beschlossen, dass Landkreis und Zweckverband mit einbezogen werden wollen. Ich weiß nicht, warum Sie das noch einmal beschließen wollen, gerade wenn Sie nicht unnötig Verwaltung belassen wollen. Also das haben Sie eigentlich schon längst beschlossen. Der Auftrag ist da. Zu dem Punkt Wohnraum. Lesen Sie sich doch das Wohnraumversorgungskonzept durch, wenn Sie wissen wollen, wo sind die. Das liegt ja vor. Wir haben es doch beschlossen, wir haben darüber geredet. Und der Punkt, der dort nicht drin ist und auch in dem Bedürfnis für bezahlbares Wohnraum eine untergeordnete Rolle spielt, ist der Leerstand. Mit dem Antrag hier aus dem Klimaschutzrat, dort sind konkrete Maßnahmen, wie man mit dem Leerstand umgeht. Ich weiß nicht, ob die neue Landesregierung da tatsächlich Versprechen folgen. Unter Folgen kommen werden, dass irgendwann in der Zweckentfremdungsverbot gibt. Aber es wäre gut, wenn wir genau auf den Leerstand jetzt mehr mit eingehen, weil es eine Flächenverteilung gibt, was man ökonomisch ist. Soweit erstmal.